Und dann haben wir hier Herakl. Herakl ist sozusagen der Azim al-Rum gewesen, der, ihr Führer, ihr Kopf, ihr Kaiser. Die römischen Könige hat man Kaisar genannt. Kaisar. Die persischen Könige hatte man Kisra genannt. Die ägyptischen Könige nannte man Pharaon. Jeder ägyptische König war Pharaon. Im Jemen hat man Tuba genannt. Tuba, die jemenitischen Könige, Tababia. Nein. Ja, auf jeden Fall, er sagt hier dann hier, was befiehlt er euch? Was befiehlt er euch an? Herakl, der Prophet, hat ihm ein Schreiben geschickt, einen Brief zukommen lassen, in dem er ihn anbefahl, den Islam anzunehmen. Und daraufhin wollte Herakl sich näher informieren über diesen Mann aus der arabischen Halbinsel, für die Römer ein kleiner Fleck auf der Erde. Und er wollte Leute aus der Umgebung des Propheten, die ihn näher kennen. Und es waren gerade Abu Sufyan und so weiter, waren gerade in einer Handelskarawane im Philistin heute, Jerusalem. Und er hat dann sich informiert und da hat man ihm gesagt, da sind gerade Leute und Abu Sufyan stand dem Propheten doch irgendwie nah, also er hatte Erfahrung mit ihm, obwohl sie verfeindet waren in dieser Situation. Abu Sufyan war noch nicht Muslim gewesen. Und da hat er ihn kommen lassen, hat ihn zu sich gestellt und alle anderen waren hinter ihm. Alle anderen Araber waren hinter ihm. Und er hatte ihnen befohlen, dass wenn er lügt, sollen sie ein Zeichen geben, ohne dass er sieht, wer ihn sozusagen verraten hat. Also. Da hat er ihnen einige Fragen gestellt, wie zum Beispiel, hat dieser Mann denn schon mal, war irgendjemand der Vorväter dieses Mannes König? Da sagten sie, nein, also sowas gab es nicht. Er hat gesagt, dann sagt er später, ich habe euch gefragt, ob jemand ein König war. Weil dann hätte ich mir gedacht, dass er das Königreich seiner Väter wieder zurückholen möchte. Und dann hat er ihn gefragt, habt ihr ihn schon mal beim Lügen erwischt? Lügt er? Er sagte, nein, wir haben ihn noch nie beim Lügen erwischt. Da sagte Herakl, wer die Menschen nicht anlügt, der wird nicht über Allah lügen. Und er hat ihnen so einige Fragen gestellt, unter anderem dann auch, was befiehlt er euch denn an? Was verlangt er von euch? Und da hat Abu Sufyan hier diese Sachen genannt. Er befiehlt uns an, Allah Ta'ala anzubeten, ganz allein, ihm nichts beizugesellen und zu lassen, was ihre Väter ihnen erzählt haben. Und er gebietet uns das Gebet an und den Sidq, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Wahrhaftigkeit. In der Riwayah von Bukhari heißt es was Sadaqa, anstelle des Wortes Sidq, yani die Zakah. Das Gebet und die Zakah kommen oft zusammen. طيب.